Ja, ihr seht schon richtig, heute ist es mal wieder Zeit für ein Arti-Replay. Und damit begrüße ich euch recht herzlich willkommen bei der Karte Prokhorovka und hier dem GW Panther, den ich glaube ich, oder denke ich, noch nie hier gezeigt habe. Ich weiß es aber gar nicht. Aber im Zweifel ist es halt jetzt einfach eines der wenigen Male. Begegnungsgefecht, er ist hier Low Tier 7, 8, 9er Tiers, die er hier hat. Und mal schauen, wo er sich mit der Arti aufstellt. Er fährt hier direkt rüber. Jetzt hatte ich gedacht, oh ja, ich dachte erstmal, er fährt darüber, wo jetzt auch der M5355 Arti hinfährt, aber nein. Er hält sich jetzt hier ganz hinterhalb auf. Ist aus dem Grund gar nicht so ohne, weil es gibt hier ab und an Spotter, die dann doch ein bisschen aggressiv da die Linie entlang fahren. Zu dieser Mod übrigens, beziehungsweise zu dieser Ansicht, was ja eine Mod ist, der hat doch nicht getroffen, oder? Scheinbar schon. Das kann man jetzt leider nicht mehr mit Genauigkeit sagen. Zu dieser Ansicht auf jeden Fall noch eins gesagt. Diese Ansicht, beziehungsweise diese Mod wurde... Doch, hat er tatsächlich. Und wie gut auch, scheinbar. Naja. Ich werde am Endscreen nochmal schnell drüber gehen mit der Maus. Dann seht ihr auch, wie viel Schaden er auf den gemacht hat. Auf jeden Fall, jetzt um den Satz zu beenden. Diese Mod selber wurde von Wargaming prämiert und auch ausgezeichnet. Weil es immer hieß, ja, von wegen illegale Mod oder bla bla bla. Sondern nein, diese Mod wurde sogar von Wargaming ausgezeichnet. Und aufgrund dessen ist auch davon auszugehen, dass wir diese Ansicht im Zuge des... der Arti-Überarbeitung auch irgendwann wirklich mal selbst auch im Spiel haben, ohne dass man dies als Mod installieren muss. Nur mal kurz vielleicht das angemerkt. Weil es kam auch bei dem letzten Arti-Video immer so von wegen, ja, die Ansicht ist doch Cheat und bla bla bla. Nein, Jungs, ist erlaubt. So, KV4 steht lange und wird auch getroffen. Das gibt's doch nicht, dass uns die Treffer nicht immer angezeigt werden hier. Bis jetzt hier den lapidaren T49-Schuss da gesehen. Der Super Pershing und der KV-4, gut, man sieht KV-4, der hat noch einiges. Also der war jetzt gar nicht so gut getroffen. Da ist der dicke Damage ausgeblieben. So, jetzt da sehen wir den Kill. Fein gemacht, schön in der Fahrt, schön vorhergesehen und vorgehalten. Und dann ist der KV4 wie am Schnürchen gezogen da reingefahren. Ja, so soll es sein. So, jetzt geht er wohl Richtung Super Pershing. Er muss den nur noch einmal aufgemacht bekommen. Nun hat er nachgeladen, er macht den Blindshot und er killt ihn auch. Da ist der Super Pershing blöd an Ort und Stelle stehen geblieben. Jetzt weiß man mal wieder, warum man das nicht macht. Wenn im Gegnerteam drei Artis sind, da campt man halt einfach nicht stupide. Jetzt will er da auf den Hügel unterstützen. Hat jetzt da auch die ersten Ziele hier mit dem IS-3. Der stellt sich da scheinbar in den Busch. Schuss ist raus. Und auch hier einen schönen 400er-Hit und auch dazu noch gekettet. Also, ich würde sagen, es läuft bei ihm. Bis jetzt gefühlt recht unaufgeregt, aber... doch entspannt. Hier, jetzt hat er mit dem Oni ein super schön großes Ziel. Da kann er im Prinzip irgendwo auf die Karte schießen und trifft trotzdem. Jetzt hat er sich aber von dem wohl umorientiert und geht hier wieder auf den Hügel. So, der Black Prince. Er hat natürlich jetzt lange zum Einaimen, weil der Panzer drehen musste und dementsprechend dauert das alles da so ein bisschen. T54 Mod 1, auf den will er jetzt gehen. Schuss kommt. Wow, schöner Hit. Da hat er sich nicht auf den Black Prince orientiert, weil er dachte, das macht noch jemand anders. Meine Feuerkraft ist woanders besser. Und
hat mit dem T54 da das schönere Ziel im Nachhinein auf jeden Fall ausgewählt. So, der IS-3. Der steht, Schuss ist raus. Nein! Oh, schade, da habe ich ja den Kill schon eigentlich riechen und schmecken können. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie schmeckt so ein Kill, er schmeckt bittersüß. Aber in dem Fall hat er ihn leider nicht bekommen. Keinen, auf den er gerade jetzt drauf schießen kann. Ne, da hat er hier nochmal den Hit auf den T49 probiert, aber der ist wohl doch nicht so lange da stehen geblieben. So, die Arti muss hier verlegen, weil sie aufgedeckt worden ist. Aber ich denke mal, die wird vom Hügel rausgenommen und er geht jetzt Richtung Oni. Meines Erachtens auch das sinnvollere Ziel hier anzuvisieren. Weil der WZ in der Basis scheint eher sogar AFK zu sein. Das heißt, sie haben zwischen sich und dem kein Panzer mehr. Und alle Artis haben da jetzt schon so ein bisschen in die Richtung gewirkt, wie man gesehen hat. Ist die Arti da noch lebt? Das ist verwunderlich. Nein, jetzt ist sie weg. Nun die Frage, wo geht was auf? Problematik, was wir gerade haben, ist, dass der WZ, der hier AFK ist, halt so gesehen spottet, aber halt nichts mehr fürs Team tut. Bis auf die Artis kommt auf den Oni jetzt keiner drauf, aber in dem Fall langt es auch, wenn da die Artis draufkommen, wie man sieht. Da muss man nicht großartig mehr viel machen. Und da ansonsten unten der Type, der jagt jetzt gerade den T49 und der T34-3 steht da hinten noch im Busch. Was jetzt er hier so viel mit der Arti fährt, das weiß ich nicht, weil eigentlich ist hier die Notwendigkeit, sich zu bewegen, gerade gar nicht mehr gegeben. Also von seiner Linie, da gibt es kein Unheil. Der WZ würde aufmachen, wenn da was zu denen durchfährt und der Type ebenso, wenn der in der Mitte wäre. Also von dem her kann er sich jetzt darauf konzentrieren, zu warten, bis jemand aufgeht und dann diesen zu beschießen. Arti. Ah, schade. Leider kein. Ah, doch, scheint zumindest getrackt zu haben, so wie es ausgesehen hat. Und jetzt noch der T34-3. Und der Type wird den aber wohl machen. Jetzt nochmal rammen. Und dann ist es auch passiert. Ja, die Runde selber von dem Gesehenen waren nur 2066 Schaden. Allerdings, und das ist ja eigentlich das, was man erwähnen muss, allein schon durch den TVP, er hat 5000 Damage gemacht. Also viel leider nicht gezeigt, aber trotzdem eine vernünftige Arti-Runde. 1342 Basiserfahrung, das muss man erstmal machen. Und mit 11 Schüssen 5000 Schaden kann man sagen, das lief recht gut. Ja, das war's. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, euch hat die Arti mal wieder gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.